damit hallihallo und herzlich willkommen zur Aufgabe eine Rundfahrt hier auf der Baker-Loon-Line. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, der Bio von ÖPNV-Simulation. Willkommen auf dem Bahnhof Queen's Park. Dies ist ein Zug, wirklich, der Richtung Norden nach Harrow and Wealdstone fährt und in Queen's Park endet. Ja, das ist also unsere Aufgabe heute. Wir sind halt wieder in Baker-Loon-Line wieder hier unterwegs und dementsprechend, ja, wenn wir jetzt mal gucken, die Türen entriegeln. Linke Tür öffnen. Erstmal hier soweit alles hier vorbereiten. Schlüssel rein. So, der ist drin. Sonst fährt das ganze Ding nicht. Hatten wir ja schon mal gehabt. Ne? Spannend. So. So, auslösen. Okay, jetzt haben wir zurückgesetzt. Warte bis 10. So, was war das jetzt? Queen's Park, ne? So, fertig. Warte bis 10 Uhr. Die Türen verriegeln, das tun wir. Und den Scheinwerfer mache ich nicht an, weil der ist echt stressig. So, na denn. Was? Wo soll ich drauf drücken? Aha, okay. Schön, dass du es mir nochmal gesagt hast. Hätte ich sonst vergessen. Ja. Pfeife. Besser so. So, das muss ich mal ganz kurz gucken. Wo war denn hier der Scheinwischer gewesen? Ah. Finde ich jetzt nicht. Das wäre schon besser so. War der hier irgendwo, oder? Ach Mensch, an, haha, Zielzugbeleuchtung an. Ach ja, dieses Klappern, so großartig. So. Müssen dann wohl wieder zurückfahren, ne? Eine Rundfahrt irgendwie. Auch hier die Aufgabe dauert irgendwie so 40-50 Minuten in dem Dreh. Schauen wir mal, dass wir vielleicht diesmal pünktlich unterwegs sind. Ich meine, in der letzten Folge hat es ja auch geklappt. Erstmal wieder mit den Bremsen wieder zurechtkommen hier. So, die Fahrgäste einsteigen lassen. Geht's erstmal kurz in den Tunnel. Ja, schön, schön. Hier, wie gesagt, auch wieder fehlt Berliner Content. Der blöde Berliner will immer nur, ne? Ja, genau. Ich weiß, was ihr alle sagen wollt. Kommt man hier eigentlich raus? Ach ja, hier ist eine Tür, guck mal. Oh, das ist ja gar keine Beleuchtung an. Frontscheinwerfer.
Sehr komisch. Ah, die Türen verriegeln. Ist ja komisch. Natürlich ja nicht, dass sie da im Dunkel sitzen müssen. Da, ne? Ich meine, im Dunkel ist gut munkeln und so, ne? Weißt du Bescheid, aber muss ja trotzdem nicht sein. So, ist immer noch nicht an. Ah, jetzt ist es an. Okay, so. Die Türen verriegeln. Ich weiß leider nicht, was ich da gedrückt habe. Ich glaube, die obere Taste jetzt, ne? Fahrgastraum, Heizung? Ah, hier, das hier. Ah, okay. Weil jetzt, wo ich nichts mehr raufdrücken muss. So, 45. Drück mal gleich. Regnet ja bloß. Aber scheinbar sind sie hier nicht anders gewohnt, hier bei so einem traumhaften Wetter. So, Türen auf. Oh, wir haben ja wieder voll die Verspätung. Na, müssen wir jetzt aufholen. Jetzt kann man hier nicht mehr so rumspielen hier. Ja, jetzt muss hart geknüppelt werden. Also, los geht's.
hey, hey. Also, da hatte ich manchmal heute, jetzt hier gerade auf der Strecke, so einen stehenden Hänger hier drin. Mysteriös. Ja, jetzt sind die beiden Spiele auch da, ne? Kann man sich ja auch mal ein bisschen drüber unterhalten, die beiden Spiele jetzt sind da. Der Hype eigentlich zu Ende, ja? So TSW 2 und Flight Simulator, ja, 2020 sind jetzt wirklich beide innerhalb von einer Woche jetzt erschienen. Und ich finde so irgendwie, ja, so freust du dich auf dieses Jahr, auf kaum noch was, weil es erscheint ja jetzt so nichts mehr Großes, ja? Klar, Train Simulator wird wahrscheinlich noch sein obligatorisches Update bekommen dieses Jahr noch. Ja, dann wird wahrscheinlich der ein oder andere Omsi, der jetzt hier noch rauskommen oder sowas, ja. Aber so im Großen und Ganzen gibt es halt aktuell nichts mehr, auf was du dich jetzt so mega freuen könntest halt, oder? Und das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil jetzt weißt du halt nicht, was du jetzt erstmal A zuerst spielen sollst, weil es halt einfach too much ist. Fliegen dauert halt seine Zeit, ne, und hier manchmal so deine Runden drehen hier, das kann auch ein bisschen dauern. Und, da ist es dann schon, wo ich mir so denke, so schon schade, ja, wenn du das Ganze mal betrachtest. Letzte Woche halt Gamescom, ist also die größte Spielmesse halt auch wieder zu Ende. Da gibt es halt auch nichts mehr, worauf du dich freuen sollst und so, ja. Und naja, alles schon ein bisschen schade. So, Türen auf, los. Ja, also, weiß ich nicht. Also, es wird jetzt bestimmt nochmal eine harte Zeit werden. Kann mir halt nicht vorstellen, dass sie halt jetzt zum Beispiel auf der Gamescom jetzt irgendwas rausbringen, was vielleicht noch dieses Jahr erscheint, was vielleicht für uns wichtig ist. Vielleicht ja sowas oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Oh, ja. Hätte ich vielleicht Sand schmeißen müssen. Also dieses Klackern, weißt du, das kann einen so ziemlich so auf die Palme bringen, ja? So Ankündigung 40. Wenn du das 8 Stunden am Tag hören müsstest, du würdest, ey, ich würde irre werden. Wirklich, ja. Wahrscheinlich wäre ich so einer, der da vorne hier mit diese Baukopfhörer da auf dem Kopf wahrscheinlich arbeiten würde. Ey, das kann ihnen richtig auf den Senkel gehen. Ah ja. Wir sind wieder pünktlich wie eh und je, würde ich sagen. Jetzt an die ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. Ja, das ist manchmal ein bisschen eigenartig hier. So der Fahrplan hier, der ist. Ja. Nord Wembley.
meine, das müsste ja unsere britisch-Fans ja freuen, dass wir denn zwar kein Omsi, britisch-Omsi machen, aber jetzt machen wir britisch-TSW. Ja, ist doch vielleicht, oder London, ne? Hier alles. Müssten sich da eigentlich drüber freuen, ja? Über den Content hier, den wir hier abliefern. In bester Qualität hier. Leider fährt hier auf den Schienen leider kein Polygon-Leitbus. Tut mir leid. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die dementsprechende U-Bahn dazu. Aber ne, es ist halt aktuell relativ ruhig, so finde ich persönlich jetzt gerade im Omsi-Bereich, so gerade was so diese britische Content angeht. Ja, es sind zwar jetzt so viele Projekte angekündigt, aber irgendwie, ja, ist jetzt nichts wirklich davon rausgekommen, auch was mich persönlich halt interessiert, ne? Die Strecken müssen mir ja gefallen halt vom Aussehen, ne? Und wenn du dann natürlich schon keine Strecke hast, die dir halt persönlich gut gefällt, ja, dann brauchst du nicht fahren, ja. Es gibt unzählige Maps hier in Omsi, ja, die man fahren könnte, aber ganz ehrlich, wenn einem die absolut nicht gefallen, warum sollte man sie denn halt zeigen, ne? Also das ist halt wahrscheinlich Geschmackssache. Uiuiuiui. So. Ja, und von daher, ne, also fällt da, also Omsi ist gerade sowieso ein bisschen mau. Ja, Berlin BRT, oh Gott, Leute, was soll ich dazu sagen? Ah, ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also, es kam, wie es kommen musste. Ne? Ich hatte persönlich nichts anderes erwartet. Also, ich bin da natürlich schon so rangegangen, dass ich jetzt eigentlich schon von vornherein schon wusste, dass das Ding nichts wird. Aber es kam, wie es kommen musste. Es kam sogar noch schlimmer tatsächlich. Ja? Weil zumindest habe ich mir so eingeredet, okay, wenn du es nicht wegen der Strecke kaufst, dann kaufst du es vielleicht wegen dem Bus. Und im Endeffekt enttäuscht der Bus sogar mehr als die Strecke. Und das ist natürlich dann, wo ich mir so denke, so, wow. Also noch mehr versimmeln hätte man das Ganze nicht können. Aber ja, ja, so ist es jetzt. 15 Euro. Immer muss ich dazu sagen, dass die eine Telto-Linie, die hat mich echt überzeugt. Und dadurch, dass es wohl eine fiktive Linie ist, macht sie echt Spaß zu fahren. Also das muss man lassen. Zumal da auch wirklich die neuen Objekte mal zum Vorschein kamen, die man ja angekündigt hatte, dass es extrem viele neue Objekte gibt und alles sowas, ja. Die sind dann da auch mal zum Vorschein gekommen. So, Türen auf. Wir müssen uns auch nochmal die East Coast Way mal anschauen. Ja, wenn wir ja schon diese Sandpatch Grade uns nicht angucken, müssten wir mindestens die mal noch reinlinsen. Die Strecke von TSB 2020. Wir sind ja auch im Livestream gefahren. Die war tatsächlich extrem cool gewesen eigentlich. Hat Spaß gemacht. Aber müssen wir mal gucken. Wir können jetzt natürlich nicht die ganze Zeit jetzt hier TSB-Content machen. Wäre dann für euch wahrscheinlich auch ein bisschen too much, denn. Aber Leute, auch die nächste Leitstellenfahrt steht ja auch schon wieder an. Ja, wir sind ja im September jetzt mittlerweile angekommen. Das bedeutet, ja, so also langsam geht's wieder los. Die Vorbereitungen fahren wieder hoch. Wir hatten ja, ich glaube, im August hatten wir ja bloß in dem 5000 Abo-Special hatten wir unsere Leitstellenfahrt. Jetzt kommt die richtige wieder. Also Wünsche könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare posten, wo ihr euch vorstellen könntet zu fahren. Außer Berlin BRT natürlich ist alles offen. Könnt ihr euch dann dementsprechend halt aussuchen. Problem ist bei Berlin BRT, dass die Linie, die ich jetzt ziemlich cool finde aktuell, die fährt nur bis 20 Uhr, 21 Uhr, also fällt Berlin BRT halt dementsprechend raus. Und ich weiß von vielen, dass sie die Strecke sich noch nicht mal gekauft haben. Ja, und dann macht es also halt wenig Sinn, Berlin BRT zu fahren. Ich glaube, X10 fällt auch weg, weil X10 ist dann erstmal wieder genug halt. Auch wie gesagt, mit Berlin BRT. Denke mal, hat man da auch schon ein bisschen so genug gesehen, sage ich mal.
So, wir schaffen es nicht, aus unserem negativen Fahrplan rauszukommen hier. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich muss aber sagen, dass mir das hier tatsächlich deutlich besser gefällt als die Standalone-Dinger da von TMS Studios. Ja, da gab es ja auch dieses London Underground. Ich glaube, das war meiner Meinung nach der dritte Teil. Müsste der dritte gewesen sein, ne? Ja, der war natürlich, also war okay. Aber mit TSW 2, glaube ich, denke mal, fährt man jetzt mittlerweile besser. Zumal, wie gesagt, ich ja auch immer noch am Überlegen bin, ob ich den vierten versuche mal irgendwie aufzunehmen, irgendwann mal. Wenn die Zeit denn da ist, gerade wenn du, wenn du so eine Löcher hast oder sowas, wo einfach gefühlt nichts erscheint oder so, ja, dann könnte man das echt machen. Ist auch reger Verkehr hier. Aber ich glaube, immer noch zu wenig, oder? So, Ankündigung 30. Zumal da oben steht aber 10. Wieso steht da oben 10? So, Harrow and Redstone. Oh, ich glaube, ich habe falsch geschildert, ne? Ups. Naja. Ich glaube, wir fahren jetzt wieder zurück nach Queen's Park, meiner Meinung nach. So, dann lassen wir sie mal ein- und aussteigen hier, die Damen und Herren. So, wie geht's weiter? Türen verriegeln. So, Nordwendegleis. Geil, der zeigt mir hier grün an und das Signal war rot. Läuft. So. Ja. Ich stehe doch. Okay. So, auf herunterfahren. Ach so, hier. Nee. Was denn herunterfahren?
So, auf aus. Und entfernen Sie sie. Okay. So, stellen Sie den Steuerungsschalter auf aus und entfernen Sie ihn. So, setzen Sie sich in den Lokführersitz. Okay. Oh, da sind ja Leute drin. Was ist los? Ihr hättet aussteigen müssen, Freunde der Nacht hier. Ich glaub's ja nicht. Also ja, alle mit ins Abstellgleis rein. Oh Gott. Ah, guck mal hier, jetzt können wir auch mal hier so. Zip. Zip. Ich geh da nicht bei dem Regen raus. Hallo? So, setzen Sie sich, ja. Stecken Sie den Steuerungsschalter wieder ein. Ja, und stellen auf an. So, Sie stecken Sie den Richtungswender. Jo, und stellen den auf neutral. So, Bremse auf. So, von hier fahren Sie den Personenzug Richtung Süden zurück nach Queen's Park. Wundervoll. Genau, ich weiß nicht, ich starte schon mit Verspätung. Großartig, ja. Also es ist. Nicht mal eine Pause darf der arme Mann hier machen. Glaubt's nicht. Wissen unsere Berliner Busfahrer ja nicht, wie wir das hier haben. So. Aufmachen. Wenn wir mal Steven sagen hier, ist nicht mit Pause machen, gleich ranknüppeln hier. Hin und zurück, ohne Wenn und Aber, zur Führerschaftstemperatur. Medium, genau. So, Türen verriegeln. Und los geht's. Die haben noch so einen Schutz drin, oder? Aha. Zwischen den einzelnen Waggons hier.
ich gebe hier Fullspeed, verstehst du? Aber es funktioniert nicht. Ja, du kriegst diese Zeit einfach nicht raus. Wenn du hier einmal eine Verspätung drin hast, dann ist Popo voll hier. Naja. Ich kann nicht schneller. Es geht nicht. Ja, es ist ja auch die zweite Mission. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Die zweite Mission hier aus der Bengaloo-Line. Ich habe ja mir vorgenommen gehabt, zumindest alle Missionen, die es hier gibt, für jede DLCs und praktisch dann die zukünftigen DLCs hier zu absolvieren. Also alles, was mit Personenbeförderung zu tun hat, so Güterzeugs oder so ein amerikanisches Zeug, interessiert mich nicht. Ja, aber hier sowas hier, so britischen Content und klar deutschen Content. Ja, natürlich halt schön, wenn es halt nicht Güter ist. Ja. Güter ist so gar nicht mein Fall. So. Alle einsteigen bitte. Danke, danke, danke. So. Tick tack, tick tack, tick tack. Also hier wäre auf jeden Fall mal. Oh. Ob man das nicht irgendwie leiser machen kann oder sowas, weißt du, das ist echt anstrengend, dass du wirklich den Gefühl die ganze Zeit hörst. Aber auch an dem Wetter kannst du ja nicht einstellen, wenn es ein Szenario ist, das ist ja ein festes Szenario. Und wir hatten uns ja im Livestream ja noch, was habe ich noch gar nicht erzählt, haben wir uns ja mal diesen tollen Szenario-Editor angeschaut. Ja, Leute, das ist eine Lachnummer, wirklich, ohne Witz, ja. Also teilweise dachte ich mir schon so, das grenzt schon so ein bisschen an TML Studios Qualität so, weißt du, wo sie gesagt haben, das Ding ist modbar und das Einzige, was du modden kannst, sind tatsächliche Repaints oder sowas, ja. Großartig. Aber der Map-Editor, also der Szenario-Editor, das ist Witz ist das, ja. Das kannst du nicht als Szenario-Editor betiteln. Das Einzige, was du wirklich da machen kannst, ist halt so, dass du hier so amerikanische Züge zum Beispiel jetzt hier auf der Londoner Strecke fahren lassen könntest. Okay, ja, das funktioniert, aber wer macht das, ja? Das ist total unlogisch. Oder setzt du hier einen ICE ruf? Genau. Nee, also weiß ich nicht, was sich TML Studios damit gedacht hat. Zu Recht kann ich mir auch nicht vorstellen, warum man das den Ganzen nicht veröffentlicht, weil es einfach nur Quatsch ist, ja. Aber ey. So, und das, was ich aber viel sehe tatsächlich, ist, dass die Leute hier ihre eigenen Repaints hier basteln. Also das siehst du bei uns auf dem Discord zum Beispiel. Ja, also da die hauen da ihre eigenen Repaints da raus und hast das nicht gesehen. Also das tatsächlich kommt wirklich gut an, dieses Future. Aber wie gesagt, das mit dem Szenario. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert hat, dass man hier zum Beispiel eigene Logos hier zum Beispiel benutzen kann, verwenden kann oder sowas. Wir hatten ja nur mal kurz reingelinst, um wirklich das ganze Paket einfach uns mal ein bisschen anzugucken. Von Trains of World 2. Aber, ey.
Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, das war hier diese Köln-Aachen-Strecke, einfach ausgewählt gehabt und habe da so eine amerikanische Lok da einfach aufgesetzt. Ja, es funktionierte, aber was habe ich davon, so, weißt du? Das, weiß ich, also da müsste auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet werden hier von Transit World 2, definitiv. Also das kannst du nicht bringen, das ist eine zu schlechte. Also das als Verkaufsargument zu nutzen, das ist eigentlich schon ein richtiger Schlag ins Gesicht eigentlich. Du kannst deine eigenen Szenarios bauen. Ja, juhu. Ja, setz die Lok da und da hin und dann war es das. Also, die hätten sich immer als Szenario verpacken müssen. Die hätten einfach den Modus freischalten müssen, dass du einfach die Strecke auswählst und einfach einen x-beliebigen Zug auswählen könntest. Da hast du den Szenario-Editor. Ey. Ich meine, das ging damals bei. Weißt du, das Ding ist, dass es da damals schon bei dem Train-Simulator ging. Ja, da musstest du mal keinen Szenario-Editor dafür erstellen. Du konntest da einfach erkunden, eine Karte erkunden, musstest drauf drücken und dann hast du dir einfach die Lok ausgesucht, wie du wolltest. Da konntest du zum Beispiel auch einfach hier auf, Berlin-Hamburg, konntest du mit der Straßenbahn fahren. Ja, es war möglich gewesen, tatsächlich. Und die verkaufen das hier als großes Verkaufsargument, der Szenario-Editor. Spektakulär. Naja, man kann nicht alles richtig machen, muss man dazu sagen. Es ist alles ausbaufähig. Ja, und dementsprechend, wer weiß, was uns jetzt mit der nächsten Zeit noch so erwartet. Ja, vielleicht kommt ja jetzt so dieses über Future jetzt und die bauen da jetzt das ganze Zeugs da ein, was die Leute sich da wünschen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es ja auch noch nicht mal irgendwie Modshop gibt oder sowas, dass man es halt benutzen kann, spielt das Ganze eigentlich sowieso keine Rolle. Es wird wahrscheinlich sowieso kein Einzelner benutzen, gehe ich mal stark davon aus. Das sieht ja aus wie Schnee jetzt, als ob hier Schnee liegt, ja. Ein fieser Hänger drin. Ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich der Meinung, macht da eigentlich alles richtig. Transit World 2, außer wie gesagt, halt den Fail mit dem Karteneditor. Kann man sich eigentlich wirklich nicht groß beschweren über Transit World 2. Wie gesagt, es ist halt, es fühlt sich halt an wie ein größeres Update. Ja, gefühlt halt einfach nur so ein Strecken-DLC-Paket halt, wo du so ein gebündeltes Paket hast. Aber im Großen und Ganzen machst du in der Regel nichts falsch. Und ganz ehrlich, wenn man sich so diese beiden Strecken jetzt mal anguckt, hier, die wir jetzt hier so gespielt haben, ist es doch schon eigentlich ziemlich nice. Außer dieses Klackern hier kann sich auch die Londoner Underground sehen lassen. Wie gesagt, spannend wird es jetzt, was jetzt so dieses Jahr vielleicht noch passiert. Ob überhaupt noch was passiert dieses Jahr. Aber da müssen wir halt einfach abwarten. Sonst, gibt's ja eigentlich kaum was zu sagen. Bin auch mal gespannt, wann denn mal dieses Future kommt mit Tracker Air zumindest. Hat man ja angekündigt, dass man den Tracker Air liefert. Nach Erscheinen des Spiels halt. Ne? Und dass ja auch die Rail Driver Funktion mit reinkommt. Muss ich mal meinen Rail Driver mal wieder vorkramen, aus dem Keller hochholen. Dann müsste man sich das mal angucken, wie sich das damit so steuern lässt. Ich finde es schon schade. Der Rail Driver an sich, der ist schon ziemlich cool.
Aber es ist halt auch wieder so ein Klumpen. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich hier mein Joke, ja, zum Flugzeug fliegen, mein Lenkrad zum Bus fahren und jetzt noch mein Rail-Driver für Zug fahren. Dann ist mein Schreibtisch doch ein bisschen zu klein für. Ja, aber ist schon schön, wenn man dann diese Peripheriegeräte dann hat, ja, und diese dann dementsprechend auch benutzen kann. Aber wie gesagt, wenn es halt unten im Keller verstaubt halt, ne, weil die Spiele das halt nicht unterstützen oder sowas. Ich habe mal gedacht gehabt, dass Lotus das irgendwann mal unterstützt. Ja, nein. So, 30er Ankündigung war zu sehen. Und zum Beispiel auch noch, ne, nächste Baustelle Lotus, ja, also. Ich denke mal, da werden wir in Zukunft auch noch viel Freude mit haben. Mit unserem Lotus-Simulator bin ich mal gespannt, was da noch so passiert alles. So, alles einsteigen. Los, 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 los. Obwohl, mir fällt gerade ein, es gibt noch was, was mich dieses Jahr wohl noch interessiert. Ist mir jetzt gerade mal so ein bisschen eingefallen. Und zwar erwartet uns ja dieses Jahr noch ein neuer DLC für den Train Simulator. Das S-Bahn Addon kommt doch dieses Jahr noch. Das ist zum Beispiel auch noch ein Grund, auf was ich mich so richtig schön freue. Also ganz langweilig wird es dieses Jahr doch noch nicht. Und wenn das Ding da kommt, dann ist ja sowieso erstmal wieder alles andere vorbei. Weil Berlin-Content wird natürlich instant gesuchtet. Ist aber gut gegangen. Ja, das muss natürlich inhaliert werden, das Ganze. Aber wie gesagt, das ist halt der Train-Simulator. Und ja, man merkt halt mittlerweile, dass der echt in die Jahre gekommen ist und die daran nicht wirklich viel machen. Außer vielleicht ein bisschen Performance, ein bisschen neue Strecken und so. Ein bisschen Schleifen und so, weißt du, aber das war's dann auch. So, die Revolution holen sie daraus nicht mehr. Deswegen hoffe ich aber noch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht so, ja, dass vielleicht jetzt durch den Flight Simulator, ja, der jetzt ja nun doch eigentlich relativ erfolgreich jetzt erschienen ist, obwohl es Startschwierigkeiten gab. Ja, wir vielleicht irgendwann mal noch mit einem Microsoft Train Simulator rechnen können. Endlich mal den angekündigten Nachfolger, der vor 20 Jahren eigentlich angekündigt wurde. Das gab sogar schon den ersten Trailer und dann war einfach tot gewesen. Ja. Dann Microsoft seine Gaming-Sparte verkauft und seitdem war Microsoft weg. Und ich glaube, das war auch der Grund gewesen, warum es das Spiel auch nie wirklich mehr geschafft hat, dass es jetzt zum Beispiel auf modernen Rechnern läuft, ja, weil wem gehört das? Ubisoft? Und Ubisoft interessiert es doch nicht, ja. Ubisoft interessiert es doch nicht, was mit Produkten von Microsoft passiert halt. Was eigentlich schon sehr, sehr traurig ist. Ich wollte auch mal mir schon so überlegt, so, ob wir nicht einfach uns hier mal zusammenschließen hier alle und einfach mal auf GOG gehen, da mal so ein Tweet einfach öffnen und einfach sagen, so, wir wollen den Train Simulator und dann müsst ihr alle voten für. Damit wir vielleicht mal eine Chance haben, dass vielleicht ja, Good Old Games das Ganze mal für den Windows 10 umsetzen können.
Aber ich glaube nicht mehr, die würden das packen, dass das funktioniert drauf, ja. Oh. Fast vorbeigefahren. Ich habe gerechnet, dass es jetzt schon instant hinter dem Tunnel kommt. So, jetzt mal wieder den spektakulären Scheibenwischer anmachen. So, Queen's Park, Endhaltestelle, Leute. Dann haben wir's. Dann haben wir schon die nächste Mission abgeschlossen hier von der Bakerloo Line. Ja, so schnell geht's. Ach Mensch, großartig. Macht schon Spaß, ja, das muss man mal lassen, das macht schon Spaß. Deswegen ärgert es mich im Nachhinein immer, dass ich halt Trains in World 2020 einfach so übelst vernachlässigt habe, ja. Dass wir da einfach echt nichts an Content gebracht haben, wirklich. Das müssen wir jetzt alles nachholen, Leute, das holen wir jetzt alles nach. Muss ja nicht immer nur Lotus und Omsi sein, ne. Es gibt da einfach viel zu viele geile Spiele. Was wir mit dem Flight Simulator machen, da bin ich mir noch so nicht so 100% sicher, was wir da so machen. Vielleicht bleibt es echt nur ein Livestream-Projekt oder sowas, weil da kannst du halt echt längere Flüge fliegen. Das wäre jetzt hier noch durch die Weiche fahren und jetzt gleich noch in Gleisen oder sowas. Das wäre natürlich jetzt richtig fies gewesen. So, Queen's Park. Oh, wir kommen sogar pünktlich an. Was ist da los? Mensch. Die ganze Zeit, weißt du, kämpfst du so um die Zeit und jetzt schaffst du es, weißt du, so. Und alle aussteigen, bitte. So. Und damit müsste denn auch die Fahrt dementsprechend abgeschlossen sein, oder? Wir müssen uns da wieder hinstellen, das kann natürlich auch sein. So, danke für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Und Leute, das war's wieder von der heutigen Transom World 2 Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne in der nächsten Part wieder einfach einschalten. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Unterstützt den Kanal damit. Und falls ihr zum Beispiel noch irgendwas habt oder Anregungen oder irgendwie sowas, dann nutzt die Kommentarfunktion, ne? Und schreibt es einfach mit rein. Die nächste Goldmedaille für uns. Ich verabschiede mich, bedanke mich, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.